Luxus seiner Tycoon. Oh, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zum Luxus seiner Tycoon. Ja, Jahreszeit steht sie nicht. Naja, 1999, nein, Scherz. Die Musik ist das Beste am ganzen Spiel, das kann ich mir sagen. Und es gibt erst nur ein Video von diesem Spiel auf YouTube. Das hat er auch in der Beschreibung geschrieben. The first video of the Luxus seiner Tycoon. Und ich mache jetzt das zweite. Achso, ich Preiskreuze. Mache ich das macht Spaß, würde ich mal sagen. So, Global Star, ja, das ist ein klein. Ja, auf übersichtlich, wo können wir. Klingt doch gut und Geld kann man sich nicht so ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist die Musik ziemlich laut. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, deswegen rede ich jetzt auch ein bisschen lauter. In Hoffnung, dass die Musik nicht nervt. So, das ist unser Schiff. Global Star heißt es, glaube ich. Ich habe schon den Namen vergessen, das fängt ja gut an, ne? So, ich gehe jetzt mal auf Deck 1. So, da haben wir auch schon das Wichtigste von unserem Schiffchen hier. Ja, den Maschinenraum. Der sieht jetzt wirklich sehr realistisch aus. Also erstmal bauen wir Kabinen. So. Kabinen. Außenkabinen. Was können wir noch bauen? Zwei Bette, das ist idealer. Da müssen ja nachher noch die Putzräume hin, das weiß ich noch, denn ich habe das Spiel erst, oh, wie lange habe ich es nicht mehr gespielt? Mindestens ein paar Monate nicht. Okay, ist jetzt nicht übertrieben. Ja, ich weiß, endlich kommt mal wieder ein Video. Endlich wird angezeigt, Team Pictures hat ein neues Video hochgeladen. Ja, zumindest bei den Abonnenten. Endlich, denkt sich die meisten, ja, ich bin auch froh, dass endlich mal wieder Videos kommen, damit ich was zu tun habe. Das ist so wichtig. Die Steuerung ist ein bisschen zimperlich. Das war aber schon immer so, daher kann ich das jetzt nicht ändern. Also, zu dem Spiel. Ich lese jetzt mal die Fuses vor. Ich habe nämlich gerade hier noch das DVD-Dings hier leben mehr. Drei Kreuzfahrtschiffe, drei Modi, also karrierefreie Spiele und ja, die Szenarien. Übersetzt Räume, Pools, Minigolf, Bars und so weiter. Ach Gott. Über 80 Objekte, Teleskope, Pflanzen und so weiter. Teleskope, wofür? Naja, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Lieber dafür was anderes, was aber auch nützlich ist. Jo. Ich werde jetzt mal, was tue ich denn? Was tue ich dann? Ach so, jetzt weiß ich, was ich tun wollte. Ich muss dann auch irgendwie diese Dinger hier bauen. Also irgendwie geht es dann mit Personal. Ach so, hier. Toilette. Nicht auf ihre Kabine. Doch, da sieht man es ja doch. So. Option, 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 Option. So. Das klingt schon besser. Ich mache es jetzt aus, weil vielleicht habt ihr mich jetzt nicht gehört, aber irgendwie geht es einem schon auf den Geist. Das macht das Spiel jetzt vielleicht ein bisschen besser. Das ist ja auch egal. So. Was soll ich jetzt machen? Ich wollte Dingelsbums bauen. Irgendwas mit dem Personal hier. Das ist, nicht was irgendwas mit Futtern zusammenhängt. Ach so, ich brauche Personal. Ich brauche Personal. Personal. Alles einmal einstellen. Das hier auch. So, Kreislaufmanager. Unterhaltungsmanager. Freizeitkoordinator, gerne. Dann kann der mir auch was erteilen, was ich machen kann. Nein, das gibt's leider im Spiel nicht. Also das Spiel ist eigentlich ziemlich langweilig gestaltet, wenn man hier gerade auf See ist. Nämlich dann könnte man einschlafen. Das ist so ein gutes Spiel, wo man einschlafen könnte, wenn man ein bisschen schlafen, so ein Schläfchen liegt, dann kann man super einschlafen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe es nicht getestet, aber ich kann es glauben, denn das Spiel ist sehr arrogant. Wäscherei.
Hier muss dann... Ah ja, Kabinenpersonal, das brauchen wir auf dem Deck. Pass auf, mach ich jetzt dahin. Einmal reicht. Warum bin ich immer hier auf Toiletten scharf? Ich bin irgendwie heute... Kabinenpersonal, Putzraum, das brauchen wir auch, denn manchmal kotzen die sogar. Lecker, lecker. Und ein Wartungsraum. Naja, wofür? Keine Ahnung. Ich baue immer gerne alles auf ein Deck, da ich sonst immer die Probleme habe. Bla, bla, muss gebaut werden. Naja, okay, das wird nicht mal angezeigt, aber... Sieht sehr realistisch aus, muss ich sagen. Sieht so aus, als ob ich es voll reingebaut hätte. Ach, ist auch egal. So, ich muss jetzt mal gucken, was soll ich noch bauen. Muss ich mal gucken. Mülltonnen, 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 Mülltonnen. Da. Wie sollen die aussehen? Ganz normale Eimer, 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 Eimer oder Eimer. Ja, die sehen gut aus. Sie sehen gleichzeitig aus wie so Kippen. Ja. Wirklich, die sehen so aus. So, kommt da noch was hin? Da. So. Das sieht schon besser aus. Ja, da können die halt da reinkotzen, will ich mal hoffen. Weil ich verdrecke das ganze Schiff. Oh. Nee, 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 nee. So, da baue ich jetzt noch eine Treppe. Eine Treppe. Oder eine Rolltreppe. Ja, Rolltreppe 2. Okay, das sieht besser aus. Sieht bescheuert aus, aber... ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist eine prickelnde Idee. So. Also, jetzt guck mal hier unten. Ist erstmal alles geschafft. Jo. Hier auf dem Deck. Was können wir da jetzt bauen? Da baue ich schon mal das Ganze nochmal. Ach, irgendwie muss ich mich erstmal das ganze Spiel wieder gewöhnen. Das ist so. Kabinenpersonal brauche ich hier oben nicht. Da kommt jetzt... Okay, Putzraum brauche ich immer mal, denn auch wenn hier gleich oder im nächsten Teil Hamburgerbuden platziert werden, sollte es auch sauber bleiben, weil man kennt ja die meisten Leute. Das ist ja so, ne? Ja, das ist ja so, kommt mal manchmal so was Flüssiges raus. Das ist sehr lecker, sag ich jetzt mal. Ne? So. Ach so, ich kann ja auch so. Ach so, okay, das ist interessant. Naja. Gut. Hier schon mal alles gebaut. Ja. Ach, Moment, ist es jetzt... okay, da sind jetzt Klos. Ja, gut. Ja, dann haben wir auch schon den ersten Teil vorüber. Im nächsten werden wir das Deck ein bisschen ausbauen, damit die ein bisschen voll genügend haben. Hier kommen nochmal vielleicht Kabinen. Da, keine Ahnung. Können Windows hinter rein, wenn wir den bauen können. Ich habe keine Ahnung. Pool kommt ja auf jeden Fall noch hin. Auf jeden Fall müssen wir gucken, wie weit wir kommen. Ja, dann sage ich jetzt mal schon mal ciao. Jetzt gehe ich aus dem fünften Deck. Ja. Ach Gott, es qualmt so schön. Stinkt aber nicht. Komisch. Naja. Ist ja eigentlich auch nicht so selbstverständlich. Ist ja nur ein Spiel. Oh, sieht schön aus, ne? Ja. Ach, ich betrachte noch die Landschaft und ich sage dann ciao.